Irgendwie sowas hattet ihr? Nee, die Abi haben. Was bei mir zum Beispiel, also ich konnte mich ganz oft identifizieren und habe gesagt, ja, das kenne ich total. Und deshalb habe ich auch diesen Film zugesagt, weil ich einfach die Message schön finde, die Ängste, die in unserer Gesellschaft sind, die wir alle haben, scheiße, wie soll ich mich entscheiden, so keinen Fehler machen und so eine Sachen. Deshalb, also kam rüber so ein bisschen. Ja. Ich habe nur das Beispiel gesehen. Also, meine Freundin neben mir hat eine Frage: Wie alt seid ihr? 25. Sie traut sich noch nicht. Ich bin 46. Ich bin 25. Wie alt seid ihr denn? Sie ist sehr, sehr schüchtern. 30. 36. Hallo? Hallo? Ich bin 20. Darf ich nicht sagen? Ja, wir sind gleich alt. Yippie! Eins habt ihr schon, ne? Ja, okay. Ja, sehr gut. Gibt es noch Fragen? Zu den beiden Ladies da vorne, also ja, da. Was ist mit euch jetzt hier? Ist die Eisen-Challenge noch um ein Jahr nicht? Ich habe einmal die Frage, ob es schwer ist, die ganzen Texte auswendig zu lernen. Kommt drauf an, wer du bist. Die einen können das besser, die anderen können das weniger. Das ist, glaube ich, jeder hat andere Stärken. Das ist bei jedem genau anders. Also jeder, ja. Und wenn man den Text vergisst, dann ist es manchmal auch so, dass man einfach ein bisschen improvisiert und dann wird es manchmal sogar noch besser, als das Drehbuch geschrieben hat. Und dann sagt man, man wollte es genau so machen, man hat sich einen neuen Text überlegt. Bei mir ist das die ganze Zeit. In dem Moment, genau da habe ich nicht gedacht, da muss ein neuer Satz hin. Ja, zum Beispiel ist es ja auch immer super, wenn man so ganz tolle Ideen auf einmal hat. Und die Szene ganz anders spielen will. Und man nur noch 10 Minuten Zeit hat. Genau, super. Aber man muss dazu sagen, sind ja so Clip-Club-Monologe. Also wir haben ja so viele Clip-Club-Sachen, die wir so oft hintereinander machen. Wir hatten Adolfo, einen fantastischen Regisseur, der uns irgendwie Flügel gegeben hat, weil wir uns so frei gefühlt haben, dass es auch wirklich okay war, andere Texte zu sagen. Und das sind keine Theatermonologe, wo du anderthalb Stunden einen Monolog sprichst. Da ist es sehr frei und dann macht man mal einen Fehler, aber man hat ja mehrere Takes. Also darf ich mal dazu sagen, es ist halt so, manche Regisseure kommen und wissen ganz genau, wissen ganz genau, was sie wollen und instruieren dich bis in den letzten Millimeter, was sie von dir haben möchten. Und Adolfo ist genau das Gegenteil. Er kennt sozusagen das Potenzial der Leute, weiß genau, was sie können und gibt ihnen den Rahmen. Das macht er nicht nur hinter der Kamera, sondern also mit den Leuten im Team, sondern auch vor der Kamera, mit den Leuten vor der Kamera. Und das ist natürlich ein wahnsinniges Geschenk, weil dann können diese ganzen Leute wahnsinnig gut aus sich herauskommen und schöne Performances liefern. Ja. Was war denn die lustigste Szene vom ganzen Film? Das müsst ihr entscheiden. Am Fenster? Nee, für euch am Set so. Und für dich? Set war, genau, du musst erst mal antworten. Ich muss zuerst? Sag mal, was war für dich? Das Ende. Das Ende, als ihr oben, naja, also als... als endlich vorbei war. Leinwand verschwunden war. Das lustigste war, bevor ihr euch gesehen habt. Kannst du das bitte nochmal sagen? Ja, also das Feuerwerk im Auto, das fand ich sehr schön. Ja, finde ich auch. Zum Beispiel, also ich weiß nicht, wie es bei euch denn war. Es ist ja, sieht ja im Film immer etwas anders aus. Es ist halt aufregend, weil wir tatsächlich neben dem Auto links und rechts so Kanülen hatten, wo Pyrotechniker waren, die das immer wieder auf- und abgebaut haben. Ja. Das heißt, meine Figur ist ja so schreckhaft, wie vielleicht jemand gemerkt hat. Das heißt, ich musste die ganze Zeit kreischen. Das ging super einfach, weil ich mich so erschrocken habe. Das ist aber direkt neben die Scheibe. Ja! Genau so, das war schon. Es war aber auch eine sehr stressige Szene. Also eine wirklich lustige Szene war die, wo er am Fenster kommt zu uns beiden. Und bei mir kam er und wir haben eine ganz spielerische Energie, wo wir uns immer gegenseitig anstecheln, was der Regisseur total mochte. Und dann gab es eine Szene, wo er meinte, jetzt macht, wie ihr das wollt. Ihr habt jetzt alles, was ihr wollt. Ihr könnt es machen, wie ihr das wollt. Und er so, okay. Wenn man ihm das sagt, okay. Dann kommt er und zerschlägt das Fenster. Wow! Scheiße! Nein, komm jetzt! Und dann mussten wir nochmal umbauen und das ist zweimal passiert. Das ist zweimal passiert. Wir haben zweimal die Fensterscheibe von meinem Zimmer kaputt gemacht. Einfach zerschlagen. Das war so eine Mietwohnung. Und dieser Fuck, Mann, jetzt weg. Komm, wir runter. Aber man muss natürlich sagen, diese Scheibe, also das wird jetzt hier übertrieben, ja? Stellt euch vor, so ein 3mm Panzerglas. Nein. Das ist Berlin, Altbau, 0,5 mm, dünnes Gläschen, ja, wo du nur angucken musst und dann zerspringt es in 1000 kleine Teile. Genau. Ja, so ungefähr war das. Genau. Ja, sehr schön. Was ich noch sehr gut fand, war von Nachbar zu Nachbar mit der Leiter gehen. Ja, das habe ich gerne gemacht. Das war auch sehr lustig. Es war gar nicht anstrengend. Als ihr dann auch oben auf dem Dach standet und euch eure Party quasi angeguckt habt. Das fand ich auch einen sehr bewegenden Moment. Man denkt ja immer, ich wurde heute, morgen waren wir schon in Neumünster und ich wurde gefragt, naja, das ist schon Greenscreen und du hast jetzt nicht wirklich. Doch, wir standen alle 25 Meter hoch. Unten war wirklich die Party, wir hatten 300 ganz fantastische Komparsen, die da wirklich gefeiert haben. Also das, was man da sieht, ist alles echt. Aber? Wer war der DJ?
Daft Punk. Mega teuer. Nee, der DJ war tatsächlich jemand, der uns gebracht worden ist. Ist, so, ist doch so ein Instagram-DJ. Ja, ja, wie heißt, soll ich mal nachgucken, wie er heißt? Ich weiß, wie er heißt. Wie heißt er? Ja, genau. Yeah. Justin Prince. Ja, Mann. Gibt's jetzt noch ein Eis, oder? Ist ja alles. Wie lange habt ihr gebraucht für den kompletten Tag? Wie lange hat das gedauert? Schon Wochenende, ne? Nee, also wir hatten 26 Drehtage. Und das Casting war im Mai. Und wir haben im Oktober gedreht. Also, Casting im Mai, Oktober gedreht, 26 Drehtage streckten sich dann über anderthalb, zwei Monate. Ja. Aber wir hatten die schönste Vorbereitung tatsächlich. Wir sind nämlich als Vierer-Trupp zusammen in den Heidepark gefahren. Das war so unsere Rollenvorbereitung. Und haben da so ein bisschen Impro gemacht. Und ja, das war ganz für schön. Für dich war das Impro, für mich war das total real. Ich war auf der Achterbahn und so, fühlst du deine Rolle auf? Ja! Das war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Also ich Nächste Frage hier in der Mitte. Ja, ich habe mal eine Frage. Ihr macht ja viele Filme für in Deutschland. Habt ihr auch mal Hoffnung nach Hollywood oder Amerika? Jo. Ich habe tatsächlich. Also, es ist so ein Lea wird schon einen Oscar kriegen, sage ich vorab. Ja, ja, ich würde das auch unterstreichen. Lea wird wahrscheinlich Oscars abräumen irgendwann. Wir hatten, glaube ich, ein paar von uns hatten schon mal so ein bisschen Erfahrung in der Richtung. Ich habe schon mal bei Homeland mitgemacht, das ist eine amerikanische Serie. Und dann nochmal bei Counterparts, das ist auch nochmal eine amerikanische Serie. Und Lea hat auch bei Homeland mitgemacht. Ja, und also und du hast auch schon was? Ich habe in Los Angeles Filmregie studiert. Ich mache ja auch noch Regie. Und habe dann irgendwann gesagt, ich will genau darüber, weil es mit den Amerikanern, wir hatten so Jake Gyllenhaal und Jane Fonda als Dozenten und das war total absurd. Aber ich bin zurückgekommen, weil ich das Gefühl hatte, es ist wichtig, dass wir unsere Geschichten auch von hier erzählen. Wir haben ja einige Leute, die da drüben was machen, Christoph Waltz und Diane Kruger. Und es ist aber auch schön, dass der Film jetzt, also Dark zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man Dark guckt. Es gibt gerade neue Serien, es fängt an, dass Netflix irgendwie hier mal macht. Und ich glaube, es wäre schön, wenn wir in Europa neue, diverse, bunte Geschichten erzählen. Ich glaube, das fängt an, dass wir nicht immer nur einfach die amerikanischen Filme importieren, sondern sagen, ey, es gibt so geile Filme, die von uns kommen. Aber da möchte ich ganz was Wichtiges nochmal kurz mit einwerfen, weil du gerade dieses Wort Netflix gesagt hast. Es ist natürlich sehr, sehr einfach von zu Hause aus für ein paar Euro im Monat sich ganz viele Filme anzugucken. Aber wie ihr selber wisst, wie ihr vielleicht heute merkt auch nochmal, es gibt nichts, was magischer ist als Kino. Deswegen, wenn ihr wollt, dass das Kino erhalten bleibt, dann geht auch weiterhin ins Kino, weil dann kann man dieses Erlebnis auch immer wieder teilen. Dann müsst ihr öfter kommen. Wie schön, dass ihr da seid, bei dem Wetter. Danke, danke. Ich würde vorschlagen, wir stoßen jetzt mal die letzten drei Fragen so langsam an. Ich stehe hier hinten bei dem. Ja, das ist schon kein Bock mehr.